Oh, Junge, Junge. Hinterwind, gehen wir erstmal zu. Was ist kürzer? Minimal Windhelm und dann hoch. Der Jarl von Windhelm, Ulfric Sturmmantel, behauptet, der Großkönig von Himmelsrand zu sein und führt die Rebellen gegen das Kaiserreich an. Ja, es gibt einen Großkönig sozusagen, der König über alle, und dann gibt es halt Jarls, die dann sozusagen in Klammern die Bürgermeister sind. Und Ulfric Sturmmantel will, der erkämpft sich jetzt, der Großkönig zu sein. Das ist halt die der Bürgerkrieg da, und im Moment ist der Großkönig in Einsamkeit. Einmal Karte. Dämmerstern, ne? Ja. Hier ist Einsamkeit, und hier im blauen Palast die Frau, die ist momentan Großkönigin. Und ja, da besteht Kampf. Aber das hatte ich, glaube ich, auch schon erzählt mit dem Bürgerkrieg so ein bisschen was von. So, Ladebildschirm. Wieder der Werwolf. Ich benutze den eigentlich so gut wie gar nicht, weil man hat da mehr oder weniger Nachteile. Wenn ich jetzt irgendwo eine. Ich bin natürlich stark und mache Schaden und alles. Dafür verbessert sich aber denn meine Fähigkeiten in den Waffen und so nicht. Rüstungswert meine ich auch nicht. Oh, was ist das denn hier? Aussichtspunkte. Und. Wo kommt man hier denn hin? Ah ja, und Nachteil von Werwolf ist natürlich, man kann nichts mitnehmen, wenn man in der Gestalt ist. Da muss man dann erstmal warten und dann auf dem Rückweg oder so alles erst mitnehmen. Ich weiß nicht, das finde ich ein bisschen unvorteilhaft. Das sieht jeder anders, aber deswegen bleibe ich einfach in meiner natürlichen Gestalt. Todessprung. So, dann schwimmen wir noch eine Runde. Da sind noch Bötchen. Schade, dass wir hier nicht Schiffe versenken spielen können. Dann hätten wir noch ein Schiff unter Wasser. So. Ich war kurz davor, mir Downguard zu kaufen jetzt, aber ich habe mir so gedacht nach. Oh. Was war das für ein Brocken? Nee, das war nur ein Lachs. Und dann habe ich so überlegt, nachher, ist das denn hier im Spiel mit drin? Und dann ist das gleich, weiß nicht, nachher starte ich hier was, was ich dann erst im Let's Play von Downguard speziell auf dem Bild haben möchte. Ja, hier ist Kevin wieder, ne? Und. Hawker. Wisst ihr was? Ich werde mal einfach das Construction Kit oder Set, wie es auch heißt, womit man in Skyrim einfach alles verändern kann. Eigentlich coole Sache. Ein Drache. Und dann werde ich die Hawker Kevin nennen. Tja, und dann wird er für ewig in diesem Let's Play gefangen sein. Aber er macht keinen Dreher. Ich würde ihn jetzt gerne anschießen. Wo haben wir Lydia vergessen eigentlich? Zu. Vielleicht hat er uns. Nicht, dass er gleich weg ist. Ich möchte nämlich gerne den nächsten Drachen töten. So. Komm her. Flieg nicht weg. Der trifft. Er ist weg. Oder? Zoom kann ich nicht. Schade. Oder? Das kann man als Fähigkeit, dass man dann mit der. Nicht Umschalttaste, mit der. Mit der, wo man in anderen Spielen sprintet. Nicht ins. Und du auch noch. Uiuiui, was für eine Action hier. Ja, ich hätte gerne den. Bär, sage ich schon, den Drachen mitgenommen, aber leider, leider ist er mir davongeflogen. So, was finden wir da hinten für Steinkreise? So, unser Bogen ist jetzt schneller gemacht. Der müsste jetzt hier richtig. Oh ja, richtig. Ich sehe da eigentlich keinen Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Oh, ein Schrein.
Einfach in der Prärie. Oh, Geld. Gold. Ich kann das Gold nicht mitnehmen. Hier alles mitnehmen. Oh, das ist nur Deko. Naja. Schrein von Arkei. Alle Krankheiten, ja, das bringt doch mal. So, gehen wir wieder auf Elfenstreitkolben. Hat ja keinen Sinn. Hier sehen wir richtig den kalten Wind hier lang peitschen, zischen. Oh ja, hier ist richtig Schneewüste. Diese trostlose Gegend. Sind wir hier nur... Oh, ein Schneewolf. Fuchs. Entschuldigung, lieber Herr Schneefuchs. Du bist mir im Weg gewesen. Nein, ich wollte deinen Pelz haben. Ist da eine Höhle? Das sieht da irgendwie so aus. Wäre cool gemacht. Siehst du, hat es sich doch gelohnt hier, mal ein bisschen schürfen. Dass ich hier geguckt habe. So werden wir alles... Ich werde mir mal eine Aufnahme oder eine Folge oder mehrere Folgen werden, einfach wo ich denn nur schmieden werde und mich im Schmieden verbessern werde. Und dann werde ich mir eine Drachenrüstung und diese ganzen, oder eine Detra-Rüstung schmieden. Die ganzen tollen Sachen. Auch ein totes Pferd. Ja, nehmen wir mit. Dass ein Pferd Tränke bei sich hat, das ist schon verwunderlich, aber wir sind da. Gut, dass ihr endlich kommt. Ich habe die Ruinen erkundet. Ich bin mir sicher, dass Carlia noch da drinnen ist. Habt ihr sie gesehen? Nein, ich habe ihr Pferd gefunden. Keine Angst, ich habe mich darum gekümmert. Auf dem wird sie nicht mehr fliehen können. Pferdemörder. Dann mal los. Ich will sie da drin überwältigen, solange sie noch abgelenkt ist. Ihr geht vor. Wollt ihr, dass ich die Führung übernehme? Oh, entschuldigt. Ich hatte gedacht, dass ich ihr das Sagen hätte. Ihr geht vor. Ich folge euch. Soweit verstanden. Verstanden. Bleibt konzentriert und haltet eure Augen offen. Carlia ist tödlich wie eine Klinge. Und wir können nichts weniger gebrauchen, als dass ihr in eine Falle tappt und sie damit über unser Hiersein informiert. Ach, hier können wir noch... Fragen wir ein bisschen aus, um zur Quest noch ein bisschen was zu wissen. Wie ist denn Gallus gestorben? Vor 25 Jahren stand ich schon einmal vor diesen Ruinen. Gallus wollte mich hier treffen. Aber er hat mir nicht verraten, warum. Als ich ankam, trat Gallus aus dem Schatten. Bevor er etwas sagen konnte, durchschlug ein Pfeil seine Kehle. Bevor ich auch nur meine Klinge ziehen konnte, traf ihr zweiter Pfeil mich in die Brust. Carlia hat es ganz alleine mit euch beiden aufgenommen? Carlia war eine Meisterschützin und ihre größte Waffe war das Überraschungsmoment. Ich hatte Glück, sie hat mein Herz nur um Haaresbreite verfehlt. Ich stolperte von den Ruinen weg und mein Blick begann sich zu trüben. Da wusste ich, dass die Schlampe ihre Pfeile vergiftet hatte. Und Gallus? Das letzte, was ich sah, war Carlia, die seine Leiche in eine Öffnung hoch oben auf den Ruinen fallen ließ. Ein schändliches Ende für einen bemerkenswerten Mann. Bis heute bereue ich es, dass ich sie nicht aufgehalten habe, auch wenn der Versuch meinen Tod hätte bedeuten können. Das wäre ich Gallus schuldig gewesen. Okay. Und was ist passiert, nachdem Gallus gestorben ist? Die Gilde verfiel in Chaos. Mehrere Mitglieder versuchten, Gallus' frühere Position als Gildenmeister einzunehmen. Um diese Männer scharten sich im Nu eigene Parteien. Der Ratenweg versank in einem Blutbad. Und ihr habt dazu gehört? Ich habe gesehen, was sie Gallus angetan haben. Ich wollte die Ressourcen der Gilde nutzen, um Carlia zur Strecke zu bringen. Die anderen kümmerte sein Tod kein Stück. Glücklicherweise konnte ich mich durchsetzen. Die anderen Gruppen wurden entweder getötet oder haben Himmelsrand verlassen. Und was ist mit Carlia? Die internen Konflikte dauerten Monate an. So hatte sie die Zeit, unterzutauchen und ihre Spuren sorgfältig zu verwischen. Ich habe tausende Septime ausgegeben und alle meine Kontakte genutzt, aber sie war wie vom Erdboden verschwunden. Wie gesagt, sie war die Beste. Erzählt mir denn mal ein bisschen über Carlia, unsere Gegnerin da drin dann.
Sie war eine dickköpfige Dunmeer. Es musste immer alles nach ihrem Kopf gehen. Aber sie war auch die Beste. Sie hat in einem Monat mehr Geld verdient, als manche Diebe in einem Jahr schaffen. Gallus hat ihr zu sehr vertraut und sie zu nah an sich herangelassen. Dann hatten sie also eine Beziehung? Wenn ihr das so nennen wollt, ja. Wenn ihr mich fragt, hat sie ihn weichgeklopft, um ihn später leichter erledigen zu können. Gallus nannte sie seine kleine Nachtigall. Er war absolut in sie vernarrt. Warum hat sie ihm gehört? Ihm... Ja, dumm. Warum hat sie ihn getötet? Gier, Eifersucht, Verachtung. Wer weiß schon, was sie zu einem solch schändlichen Verbrechen getrieben hat. Aber eines verspreche ich euch. Ich werde es herausfinden, bevor sie ihren letzten Atemzug nimmt. Gut, und die letzte Frage. Ist Mord nicht eigentlich das Spezialgebiet der Dunklen Bruderschaft? Ich habe seit langem eine Vereinbarung mit der Dunklen Bruderschaft. Wenn jemand in der Gilde beseitigt werden muss, erledigen wir das selbst. Wir sind beide der Meinung, dass es am besten ist, solche Dinge intern zu erledigen. Gut, fertig mit Reden. Das reicht jetzt mit dem unnötigen Geplapper. Wir müssen los. Ja, es sah hier eben aus wie Eingänge da. Ich will aber nochmal einmal gucken, ob ich da nicht im Lager noch was vergessen habe. Nee, ne? Nee, da ist nur noch ein Bettbezug. Aber sonst geht es jetzt da rein. Laterne, nee, brauche ich nicht. Der ist leer. Und Salz nehmen wir mit. Wie ist eigentlich unser... Doch, da haben wir noch 100 Kapazität. Schlüssel erforderlich. Schließt du auf? Hier ist... Man sagt, dass es manchmal unmöglich ist, in diese uralten Nordgrabhügel einzubrechen. Diese hier sieht nicht besonders schwierig aus. Eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht, was an diesen Schlössern so schwierig sein soll. Man muss nur wissen, wie es geht. Und natürlich verdammt geschickt sein. Und das bist du natürlich, Mercer. Das sollte reichen. Nach euch. Immer noch zu. Ui. Dann doch nicht. Ja. Wir sehen wieder ein... Kalia ist hier vorbeigekommen. Was sucht sie nur hier drin? Ja, ich zück schon mal die Waffe. Nehme ich mal mit. Gut. Hier geht's doch bestimmt gleich zur Sache. Ach, der Gestank hier drin. Dieser Ort riecht nach Tod. Seid wachsam. Ja, ich wache. Da. Nicht, denn nicht. Was? Nee, nicht was du. Die Truhe. Gold, Zaubertrank nehmen wir mit. Ach Mensch, jetzt haben wir was. Coole Waffe, dass sie Leben abzieht. Das ist nämlich Lebensentzug und selber bekommen. Ah, hier ist ein Hebel. Da gucken wir aber gleich, was der bewirkt. Gold. Gold. Hebel. Hebel, 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 Hebel. Ah, jetzt ist der hier offen.